Komm, gib's ihm, ja, gib's ihm! Hau rein! Uiuiui. Deine Katze ist, also das ist das Wichtigste, die Katze ist da. Hey Leute, herzlich willkommen auf dem Spiel mit mir Kanal. Was geht ab? Ja, wir haben heute ein besonderes Video. Ja, wir sind heute mal nicht bei uns im Studio. Wir sind heute bei Kahn im Studio. Ja. Und ich muss sagen, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. ja, es ist ja sein Platz immer hier, aber er hat es echt gut hier, ne? Und gemütlich. Er hat sich das sehr schön eingerichtet, ja. Hier, muss man wirklich sagen. Traut man ihm gar nicht zu, aber hat er. Inneneinrichtungsprofi. Wir schauen uns heute ein etwas älteres Video von Kahn an. Ein Vlog. Der da heißt, Vlog, Kahns beste Freundin Samira, Katze macht nur Unsinn. Und das ist vom 9.09.2016. Ja, und ich muss jetzt schon lachen, wenn ich dieses Bild sehe. Den hier? Ja. Okay, dann starten wir doch einfach mal. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Heute mal... Oh mein Gott, wie er da ausschaut einfach, ne? Sehr, 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 sehr dünn und sehr, sehr braun. Ja. Also sehr, sehr dunkel. Also hätte er so jung. Also, das sieht aus wie so ein kleiner Bubi halt, ne? Ja. Okay, ja. Trotz Bart. Aber seine Stimme hat sich nicht verändert. Immer noch laut. Die ist, Die ist immer noch so. Oh, Kätzchen! Ja, sein Engelchen, davon berichtet er ja auch immer. Ja, also man muss auch sagen, Samira ist schon sehr, sehr süß. Ja, auf jeden Fall. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich eigentlich mehr Hunde mag als Katzen. Weil ich finde Katzen immer ziemlich arrogant. Hey! Die gehen halt oder kommen, wie sie wollen. Und mein Hund, der freut sich halt immer. Und wenn ich ihn rufe, dann ist er bei mir. Und dann macht halt auch, was ich sage. aber dennoch sehr, sehr süß. Also egal, ich bin allgemein sehr tierlieb. Jo. Hallöchen. Ich habe ja auch zwei Katzen. Ach, guck mal, wie klein, ja, ich weiß, ja, wie klein sie da einfach ist, ne? Sie sind noch ganz, ganz süß. Ganz, ganz klein. Ich weiß aber gar nicht, wie alt Samira da noch war. Weiß nicht, aber sie denkt sich wahrscheinlich jetzt, boah, ey, was ist das für ein Typ, ey, geh mir nicht auf den Sack. Hallo. Ja. Aber sie ist auch sehr, sehr lieb und verständnisvoll. Also bei einigen Katzen, da hätte er jetzt direkt schon eine gewischt gekriegt. Ja, die denkt sich wahrscheinlich die ganze Zeit so, oh, was will der eigentlich? Hallo, geh mir nicht auf den Sack. Ja. Kein Bock. Kann ich vollkommen verstehen, Samira. Hätte ich auch nicht. Nein, aber ich muss sagen, sehr süß. Und man traut es Kahn gar nicht so zu, weil er auch manchmal echt nicht so nett ist. Aber wenn es um Samira geht, ist er halt wirklich, ne, da geht sein Herz auf. Der Katzenpapa, da ist wirklich... Ja. Und sehr, sehr süß. Ja. Oh, da wird sie schwerer. Ja, das sieht man ja bei den Opa-Armen, die er da hat. Da hat er keine Kraft. Wahrscheinlich hat er jetzt mehr Oberarm, weil er immer Katze durch die Gegend schießt. Du musst so lachen, wie er ausschaut. So jung. Auch das Alter verschont dich nicht. Kahn hat auch sehr viele graue Haare bekommen in der Zwischenzeit, aber das weiß er auch. Ja, aber das ist, weil er sich immer so aufregt. Ja, wahrscheinlich. Och, Mann, wie süß. Ich mag ihre Fellfarbe sehr gerne. Mhm. Ist jetzt so ein Grau und Braun. Also vor allem dieses Braun. Nee, ja, voll süß. Ich finde, die ist so klein. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt auch noch so klein ist, aber nee. Sie ist schon sehr viel größer. Ja. Die ist schon ein ganzes Stück größer. Ja, da war sie noch. Ich weiß es nicht. Ich will nicht mutmaßen, wie alt sie da war. Ich weiß nicht, wie alt Samira jetzt eigentlich ist. Aber sie muss ja mindestens 3-4 Jahre alt sein. Da wird sie da wahrscheinlich, lass es mal 5 Monate oder so gewesen sein, 6 Monate vielleicht. Aber das kenne ich auch so, dieses, wenn man was zu essen hat, da sind sie immer da, ne? Sind deine Katzen bestimmt auch, ne? Ja, das ist aber auch gut so, dass sie direkt kommen, wenn irgendwo die Packung klappert. Weil dann kann ich mich drauf verlassen, bis sie da sind. Das war's. Oder willst du noch mehr? Ah, ich stelle es mir gerade bildlich vor, wie Kahn nach Hause kommt.
Und dann einfach erstmal 2-3 Stunden so. Die wird sich auch denken, oh. Ach, wie niedlich, wie süß. Also ich kenne das von meinem Hündchen auch, wenn es irgendwo was zu essen gibt, ist er wie so ein Erdmännchen. Das ist so süß. Der setzt sich hinten auf sein Popöchen und dann macht er die Hände so hoch und dann guckt er dich die ganze Zeit so an. Meine Katzen müssen nur existieren, um Leckerli zu bekommen. Das ist einfach. Samifa, das ist eine Hauskatze. Die ist nur zu Hause. Eine Hauskatze, die ist nur zu Hause. Ich komme auf das Kahn, es tut mir leid, aber ich komme auf dein Aussehen gar nicht klar. Ist halt schon ein paar Jährchen her, ja. 4 Jahre jetzt fast. Also aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich es jetzt besser finde, ich es nicht schön finde, wo er so schmal war. Ich finde, das macht ihn so, weiß nicht. Ich weiß, dass er es, glaube ich, gut fand, aber ich finde, er sieht jetzt gesünder aus. Also ich finde, das wirkt halt so. Ja. Ich glaube, es ist auch einfach, weil, also ich finde, wenn man die Leute öfter, also regelmäßig sieht, dann fällt einem das gar nicht so auf. Ja. Und wenn man dann aber so rückblickend ältere Sachen anschaut, also wie jetzt zum Beispiel, dann fällt es einem dann halt schon auf. Das ist genauso wie, wenn ich Fotos oder irgendwelche Videos von mir früher sehe, denke ich mir manchmal so, was hast du dir dabei gedacht, Bianca? Warum? Was hast du da an? Oder irgendwas. Also manchmal denke ich mir auch so, um Gottes Willen. Aber ja. Letzten Endes, früher hat es einem gefallen, deshalb Richtig. Ich versuche mich immer nicht dafür zu schämen, was ich früher mal anhatte oder getragen habe oder so. Auch wenn's nein, die Zeit, die, außerdem kommt alles wieder. Ja, ne? Genau. Ach, wie süß. Aber ich finde es schön, wie er mit ihr, also ihr die Aufmerksamkeit schenkt und vor allem, wie er mit ihr die ganze Zeit spielt. Muss er auch. Ja, ich finde das auch wichtig. Also ich sage immer wieder, wenn man ein Haustier hat, sollte man sich auch darum gut kümmern. Und das macht er ja. Ja, ohne Worte, ne? Also. Man kann vieles. Moment, dafür brauche ich eine Pause. Man kann vieles vorwerfen. Aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass er seine Katze nicht liebt. Seine Katze ist, also das ist das Wichtigste, Katze ist da. Ja, es ist halt, ich sage immer so ein Haustier ist halt wie ein kleines Kind. Es ist, ne? Es ist wie so ein eigenes Kind. Und vor allem, wenn es noch so klein ist. Moin. Hey. Das kenne ich aber auch. Meine Katzen wollen immer überall hochhüpfen. Gott, wie klein sie ist. So ein Süßes! Das ist so süß! Also, die Katze. Das war klar jetzt. Dass du nicht um den Kahn meinst. Nee. Ja, genau. Richtig das Popöchen ins Gesicht. Da würde ich mir mal Gedanken machen, Kahn. Da, aber er hat da wirklich noch mehr Sonne gesehen, ne? Also ich glaube, das war aber auch im Sommer. Also ich muss auch, ich werde auch extrem, also im Sommer, wenn ich im Urlaub war, ich warne euch jetzt schon vor, mich erkennt man fast nicht wieder. Krass. Ich werde richtig braun. Das denkt man bei mir gar nicht, aber viele erkennen mich dann teilweise gar nicht wieder, aber ich muss kaum in die Sonne. Krass. Das ist bei mir ganz extrem. Bei mir gar nicht so. Also zum einen bin ich Mrs. Sonnencreme. Ich trage 360 Tage im Jahr immer überall muss Sonnencreme. Muss man auch. Ganz wichtig. Aber ich werde nicht, also ich bekomme keinen Hautton, wenn ich käsiger aus dem Urlaub wiederkomme, als ich hingefahren bin. Es ist kein. Schaut, die Frise! Die Haare! Die Frise! Was ist da passiert? Aber er traut sich. Guck mal, er läuft da. Gut, da ist er eigentlich gar nicht so eitel, muss ich sagen. Er setzt jetzt immer seine Mütze auf, aber. Macht auch sympathisch. Ach, wie süß. Die denkt sich wahrscheinlich auch, was macht er den ganzen Tag da mit diesem Ding, was er mir da ins Gesicht hält. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit Lust, dieser Katze so in die Wangen zu squischen. So. Okay. Mache ich bei meinem großen Kater immer, weil der so Der Arme. Aber der findet das okay. Und ich möchte das bei anderen Katzen, vor allem wenn sie so flauschig sind, wie Samira immer machen. Ja, sehr süß. Gucken, wie sie darauf reagiert. Das mag sie eigentlich nicht. Aber. Kratzt er einfach an ihrem Kratzbaum? Ist schon frech. Das ist frech. Ja, das mag sie nicht. Ja, richtig. Komm, gib's ihm! Gib's ihm! Hau rein! Gib es ihm! Ja, also ein bisschen beneide ich sie schon, ne? Sie kann ihn halt immer, wenn sie will, einfach mal. Bäm! Eine geben. Und trotzdem wird er niemals sauer sein, weil es halt niedlich ist. Ich beneide sie. Ich würde das auch sehr gerne öfters mal machen. Nein, natürlich nicht.
Aber ist schon süß. Sie sich ganz gerne rein. Ach Mensch. Aber ich glaube, das muss ich mal ein bisschen nachziehen. Kleine Schneckchen. Die hat schon ein bisschen zugenommen. Sie ist ja auch ein bisschen älter geworden. Ja, ja wie du, Kahn. Ja. Ja, wir beide sind jetzt im Morgenmodus. Aber wie gesagt, das Video ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile ja, her, ne? Also 4 Jahre ist eine lange, lange Zeit. Also fast 4 Jahre. Ja. September 2016 war das. Also wenn ich jetzt auch so überlege, vor 4 Jahren, wow. Was habe ich gemacht 2016? Ach so. Ich glaube schon. Leute, ja, da warst du doch noch gerade in der Schule, ist das Ende, oder? Nein. Nein, da habe ich, glaube ich, gerade meine Ausbildung angefangen. Ah, das Video ist vorbei. Also ich muss sagen, sehr witzig, vor allem wie er sich da, aber er hat sich halt gar nicht verändert, finde ich. Man merkt aber natürlich, wenn er mit Samira alleine ist, ist er halt ganz nett und lieb und ist er ja so auch ab und zu mal. Ja, vielleicht. Natürlich. Also nicht zu uns. Genau. Aber die Frage kam ja auch oft, ob wir uns hinter der Kamera verstehen. Und ja, wir verstehen uns alle sehr, sehr gut. Und ja. Aber wie gesagt, auf jeden Fall süß mit seinem Kätzchen. Sehr süßes Video. Ja, ja, finde ich auch. Genau. Und ich habe auf jeden Fall Bock drauf, mir noch ein paar alte Videos anzuschauen. Wenn ihr auch Lust drauf habt, dass wir einfach mal so auf alte Videos reagieren, ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt es gerne in die Kommentare. Unbedingt. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Haustiere habt und ob ihr auch so liebevoll mit denen umgeht, wie Kahn das tut oder wie wir beide das tun. Genau. Ob die drin sind, was auch immer ihr uns erzählen möchtet über euer Haustier. Richtig. Und dann könnt ihr gerne noch ein Abo dalassen. Dann bemerkt ihr das auch, wenn wir das nächste Mal wieder genau, so ein also dafür müsst ihr die Glocke aktivieren, genau, damit ihr natürlich kein weiteres Video von uns verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.